Hallo und Halleluja, meine Lieben. Hier lacht die Sonne und das Herz. Ich lache auch und ich lache auch, weil ich vor noch gar nicht allzu langer Zeit irgendwie gesagt habe, man soll sich nicht so viel Orakellegungen anschauen. Und dafür, dass ich das gesagt habe, mache ich jetzt selber ganz schön viele. Aber irgendwie möchten diese Energien fließen und zur Verfügung gestellt werden. Und siehe auch mein letztes Video, nicht letztes Video, aber eines meiner letzten Videos, wo ich das Thema behandle, dass die Seele gerne Schnitzeljagd spielt. Also ich habe schon festgestellt, dass es uns Spaß macht und ja, wir so spielerisch da so ein bisschen besser auch mit unserer Seele verbunden werden. Und das geht auch ganz gut eben über solche Legungen. Und es war auch erstmal für mein Ego nicht so leicht zu verarbeiten, aber ich lasse es zu und lasse es fließen und bin gespannt, was heute fließen darf. Und witzigerweise werde ich auch, ihr seht ja, also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe immer so ein Gummibär-Orakel. Also ich habe irgendwie immer Gummibärchen, zwischen denen ihr wählen könnt. Und irgendwie werde ich auch von der geistigen Welt, von meiner Seele immer zu diesen Gummibärchen geführt, was mich am Anfang auch ein bisschen, ja, mein Ego auch nicht verstanden hat. Aber irgendwie hat es wohl was mit diesen Gummibärchen auf sich. Und das ist so irgendwie, ja, also ich sage ja immer, wir Seelen haben Humor. Und meine Seele möchte mir und uns auch zeigen, hey, ja, wir dürfen das so ein bisschen aus der witzigen, humorvollen Seite betrachten und auch alte Glaubensmuster über Bord werfen, was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass jetzt ein Orakel irgendwie was ersetzt oder so. Man darf ja trotzdem ins Leben springen und Spaß haben und sollte jetzt nicht nur irgendwie sich Impulse holen, aber trotzdem sollte man nichts ablehnen und alles ist in der richtigen Dosierung gut. Deswegen, wenn es dir gut tut, dann gönn es dir. Und diese schönen Gefühle, die wir haben, die dürfen wir nicht unterschätzen, was es mit uns macht und wie wir spielerisch auch Blockaden lösen können, auch mit Hilfe der Karten. Und jetzt habe ich hier wieder eine lange Einleitung gehabt. Ich wollte schon sagen, ich habe eine lange Leitung. Ja, das habe ich auch manchmal. Ihr dürft wählen, einmal haben wir hier dieses Seepferdchen, Bicolor-Seepferdchen. Ich muss mal kurz mein Mikro noch richten, aber ihr könnt schon mal das euch damit verbinden. Dann haben wir, es ist eine Meerjungfrau, das kann man nicht so gut erkennen. Aber vielleicht siehst du auch was anderes in dieser Figur. Lass dich von deinem Gefühl leiten. Denk nicht so viel drüber nach. Und dann haben wir den dritten Stapel, den Fisch, auch zweifarbig. Die verwendeten Orakel verlinke ich in der Infobox und auch die Zeitmarken zu den jeweiligen Stapeln. Deswegen kannst du gerne das Video anhalten. Du kannst dich für einen Stapel entscheiden, du kannst dich für zwei oder drei entscheiden. Lass dich von deinem Gefühl leiten und wichtig ist, aus dem Verstand zu gehen. Und ja, wenn du dich für den Stapel 1 entschieden hast, dann legen wir jetzt los mit dir. So, die anderen zwei werden mal zur Seite geschoben. Ja, es ist höchst professionell bei mir. Ich habe, oh, da wird mir gleich, ich habe das nicht so geplant mit den Orakeln, deswegen mache ich das einfach so ein bisschen Freestyle. Mir wird gerade, oder mir ist gerade so richtig so, so ein Energieschwall durch den Kopf. Also es ist wie so, so ein bisschen schummrig, so ein bisschen als hätte man irgendwas, so ein Gläschen Sekt getrunken oder sowas einen in den Kopf steigt. Also ich weiß noch nicht genau, was es zu bedeuten hat, fühlt sich gut an. Also hat es auf jeden Fall ja so ein Energieimpuls im Kopf. Ja. Ja, was auch sonst, ne? Die Lichtpriesterin.
galaktische Weisheit, kosmisches Ritual. Ja, also das ist auch wirklich so dieses, puh, na, das sind wir auch gleich beim dritten Auge und da ist wieder ganz viel das Thema Weisheit und ja, es steht ja auch sogar hier, jetzt lese ich es nochmal bewusst. Ich rede manchmal einfach und da steht es ja. Gerade habe ich sie auch vorgelesen. Ja, also verbinde dich mal bitte mit diesem Bild. Ich gehe mal näher ran. Ich denke da auch gleich an Kleopatra und wir haben hier auch, man sieht bei ihr im dritten Auge die Schlange. Ist es eine Schlange? Auf jeden Fall die Energie hochsteigen. Die Kundalini-Energie und die scheint gerade sehr im dritten Auge aktiv zu sein. Und das ist auch, dieses Bild ist so über den Wolken stehend, also über dem Nebel. Ja, also unter den Wolken guckt man hoch und denkt sich, ja, die Sonne ist ja gar nicht da. Und in diesem Bild sieht man, dass das Wesen, die Person, die ich jetzt auch dir zuordne, über den Wolken steht. Und da scheint immer die Sonne, ne? Na, Sonnenscheinchen, das sagst du auch. Also ich weiß jetzt noch nicht genau, in welche Richtung es geht, aber wir haben wieder sehr viel Weisheit und sehr viel Überblick. Ja, aber auch eben das dritte Auge, was ich sehr stark fühle. Die zweite Karte. Oh, es geht um eine Entscheidung. Und vielleicht spürst du das auch, dass du so das Gefühl hast, eine Elf ist ja auch so die, ne? Illumination, ein bisschen Erleuchtungsnummer. Hier haben wir auch den Skarabäus, ist auch wieder ägyptisch. Hier haben wir das Auge des Horus, ist auch wieder ägyptisch. Vielleicht ist gerade Ägypten für dich sehr relevant. Vielleicht hast du auch eine besondere Verbindung zu dem Stern Sirius. Vielleicht solltest du diese Verbindung auch mal bewusst aufbauen, ja, oder dich mit dieser Energie verbinden. Es sind zwei Sterne, Sirius A und B. Eine ist so ein bisschen bereinigend, das andere ist gebend. Also es kann sein, dass dir diese Energie gerade hilft, auch eine Entscheidung zu treffen. Also vielleicht stehst du vor einer Entscheidung im Leben, wo du dir nicht sicher bist. Und da ist es wichtig, aus dem Verstand zu gehen, ja, dass du das nicht mit dem Kopf diese Entscheidung treffen möchtest. Und das kannst du auch nicht. Und mit dem Kopf wirst du auch keine Entscheidung finden. Das wird eher so ein Kopfzerbrechen sein. Und dass du wirklich ja, nach vorne fühlst. Und die Entscheidung aus dem Herzen triffst. Jetzt schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen Infos reinkriegen, was das bedeutet. Wow, die Heilung. Ne? Und da fließen die Energien. Guck auch mal hier die DNA-Stränge und auch hier die Schlange. Regenbogen und eins ist natürlich auch die Karte für Neubeginn. Ja, also vielleicht stehst du vor einem Neubeginn und ich lege das mal so ins Bild, dass man es wirklich nur noch die eine Hälfte sieht. Ja. Weil das ist die Vergangenheit, so, wo man so, ja, noch so hinguckt, wo du vielleicht davor stehst. Und das ist die Zukunft, sehr bunt und hier. Da geht es um das Thema Heilung. Auch mit Sicherheit inneres Kind heilen. Man sieht ja sogar ein Kind auf dem Bett sitzen, das so nach oben guckt und so gar nicht fassen kann, was es da sieht. Ja. Und ich nehme das so wahr, dass dein altes Ich hier auf dem Bett sitzt. Vielleicht auch noch verletzte Kinderanteile. Und du deine Seele, dich selber hier siehst und dir denkst,
Wow, wer oder was ist das denn? Ja, und das bist du vor und nach der Transformation. Die Vergangenheit, die Zukunft. Ne? Auch hier Entscheidung, Vergangenheit und Zukunft. Vergangenheit war nicht schlecht. Die Nacht, ja, die hat dich zum Tag geführt. Und jetzt ist es aber an der Zeit, diese Lernaufgabe, die du da auch hattest, abzuschließen. Auch diesen Heilungsprozess, dir auch nicht immer wieder zu sagen, ja, aber ich kann noch nicht, weil und ich muss noch das heilen und ich bin noch nicht so weit. Dass du es jetzt einfach ja, ein Stück weit abschließt. Und erstmal deine Verwandlung auch siehst. Die du da vollzogen hast. Und auch deinen Weg, ne? Also hier, das ist ja von Tag und Nacht. Und eins ist auch wieder der Neubeginn. Wow. Wir haben noch eine letzte Karte. Da hier auch, ne? Das Regenbogen, also da springen mir alle Chakren auf einmal an. Schauen wir da mal noch rein. Ja. Perfekte Harmonie. Oh mein Gott, seht ihr das auch? Ich kann es gar nicht erst aussprechen, weil da schon wieder die 11 kommt. Perfekte Harmonie, ja. Also, mir fällt gerade ein, ich filme jetzt wieder Hochformat. Eigentlich wollte ich erst Querformat machen. Aber es ist nicht schlimm. Daniela, wir üben das noch, ne? Ja. Aber die Energien fließen trotzdem. Ja, und das ist aber auch das Thema, nicht nach Perfektion zu streben. Und das ist auch das, was ich gerade gesagt habe, auch einmal die Heilung ab einem gewissen Punkt abzuschließen. Beziehungsweise nicht abzuschließen, sondern zu sagen, wie soll ich sagen, das Ego sagt dir immer, oh Gott, und da ist noch was und du kannst noch nicht, weil und du kannst noch nicht ins neue Leben gehen, weil du musst noch das und das machen. Und dann zieht dich manchmal das Ego zurück und sagt dir, nee, du bist noch nicht so weit. Und da ist aber wirklich wichtig zu differenzieren, was ist jetzt das Ego und was ist deine Seele und dass du, ja, auf dein Gefühl hörst, auch keine Angst hast vor Entscheidungen. Ne? Entscheidung ist immer mit Scheidung verbunden. Und auch keine Angst hast, den nächsten Schritt zu tun. Ja, alles ist in perfekter Harmonie. Und du kannst dich leiten lassen von deinen Seelenimpulsen. Und keine Angst vor Entscheidungen. Wow. Ich hoffe sehr, lieber Stapel 1, dass du da ein bisschen was mitnehmen kannst von dieser Botschaft. Ich würde es dir sehr wünschen, dass mir gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn es dir geholfen hat. Und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Und ja, danke, dass du dabei warst. Jetzt gehen wir zu Stapel Nummer 2, die Meerjungfrau oder der Meerjungmann. Lieber Stapel 2, ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Deswegen fangen wir einfach mal an. Die erste Energie, wow, die Auferstehung, die Neugeburt, die Erneuerung. Und es passt auch, ja, und Wiederkehr. Ja. Das passt auch zu meinem aktuellen Video. Vielleicht ist es für dich interessant. Das heißt,
Heile dein Geburtstrauma und ja, hier geht es um deine Wiedergeburt. Ja, dass du auferstehst. Mal schauen, was wir da noch für Informationen reinbekommen. Ich habe es gerade auch schon gesagt, ich habe versehentlich jetzt wieder Hochformat gefüllt. Oder ich bin im Hochformat. Aber ja, es tut mir leid, aber ich übe noch. Die Rückenstärkung, ja. Ich glaube, das ist bei dir in der Vergangenheit sehr stark um Verwurzelungsthema ging. Vielleicht waren auch Zähne ein Thema. Das sind ja auch unsere Wurzeln. Aber auch Ahnenthemen im Körper ankommen, sich mit der Materie versöhnen. Vielleicht ist auch Körperkräftigen für dich aktuell ganz wichtig, auch Sport zu machen, so wie es dir gut tut. Und was du aber auf jeden Fall hast, ist auch die Rückenstärkung deiner Ahnen. Ja. Also man sieht in diesem Bild auch mehrere, ja, überall. Ne? Hier eins, zwei, drei, vier. Also du bekommst Unterstützung, sei es jetzt von deinen Ahnen, von deiner Seele, von deinen Geisthelfern, aber auch weltliche Unterstützung. Und das ist hier auch für mich, dieser Baum zeigt, der zeigt ja auch alle vier Jahreszeiten, ne? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ne? Und das ist auch das Ende von einem Zyklus und die Vollendung und die Auferstehung. 3 plus 2 ist übrigens 5, 1 und 4 ist auch 5. Für mich ist das auch immer so die Herzzahl, die 5. Aber da hat jeder auch andere Symboliken. So, da schauen wir mal, was wir noch hier reinbekommen. Kontrolle. Ja, die darfst du jetzt loslassen. Vielleicht hast du es ja auch schon losgelassen, aber du kannst es jetzt auch, du kannst es nicht mehr kontrollieren, bekomme ich so eins. Entschuldigung, wenn ich da lache, aber ich sehe gerade so ein Schmunzeln. So, du kannst es nicht mehr kontrollieren. Ne? Du bist hier die Meerjungfrau, der Meerjungmann. Lass dich einfach fließen und fliegen. Ne? Du kannst fließen, fliegen, schwimmen, fließen, abheben und natürlich hier auch Auferstehung. Und das sieht für mich auch so aus wie der Phönix. Ne? 10 auch Vollendung. Ja, und die geistige Welt steht hinter dir. Ne? Du darfst die Kontrolle abgeben, darfst aus dem Verstand gehen und losfliegen. Und du siehst auch, du bist nicht alleine. Ne? Vögel ist für mich auch immer so, die sind so die Seelen. Und die Seelen fliegen jetzt los. Ne? So im übertragenen Sinne ist jetzt das Kommando, sage ich mal, mehr und mehr bei der Seele. Die Seelen übernehmen das Kommando und der Verstand, der kommt jetzt eh nicht mehr mit. Ne? Also der kann dich jetzt auch nicht mehr leiten. Der muss jetzt auch aussteigen, weil er auch sagt, ich weiß nicht, was hier abgeht. Ne? Weil du auch bei deiner Auferstehung, das hat der Verstand so noch nicht erlebt. Deswegen kann er dir da auch nicht helfen. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt noch eine letzte Karte. Oh. Eine positive Motivation. Ne? Das siehst du hier die Sternchen an der Wäscheleine und wie hier was aufsteigt. Und ich bin mir sehr sicher, dass du eine
aktive Manifestation im Außen erfahren wirst. Also, dass du vielleicht diese ganzen Sachen hinter dir hast und jetzt aber dir denkst, ja, und jetzt? Was nun? Wie sieht das jetzt aus? Und da wird irgendwas kommen, sei es jetzt ein Mensch, eine Nachricht in dein Leben, die dich motiviert. Wichtig aber ist, dass du nicht mit dem Kopf rangehst und dass du das jetzt auch nicht, dass du auf nichts wartest, sondern dass du es jetzt einfach loslässt und fließen lässt. Weil das hier vollendet ist. Ja? Und dass du auch jetzt da nicht mehr rumzupfst. Es ist ähnlich wie bei Stapel 1, dass man auch erkennt, wann der Prozess abgeschlossen ist und nicht sagt, nee, ich muss jetzt noch oder da habe ich noch oder hier muss ich noch das und das. Das ist der Verstand, der kontrollieren will und dich zurückhalten will. Und jetzt ist wirklich an der Zeit, loszulassen und loszufliegen, Kontrolle abzugeben und zu empfangen. Wow, die fliegende Meerjungfrau, Halleluja. Also es sind auch wieder wunderschöne Energien. Ich danke dir, Stapel 2. Und hoffe, du kannst was damit anfangen. Sag gerne Bescheid, du darfst gerne das Video kommentieren. Und ja, viel Spaß bei deinem Abflug. Ja, ist jetzt schon wieder hier ein bisschen kollektiv, würde ich sagen. So, lieber Stapel 3, ich bin sehr gespannt auf deine Legung. Ja, Stapel 1 und 2, da war es wieder ein bisschen ähnlich. Mal schauen, ob es bei dir auch in die Richtung geht. Und zwar, was ich auch bei den anderen gesagt habe, ich bin versehentlich wieder im Hochformat, aber ich hoffe, das stört hier jetzt keinen. Die Energien fließen trotzdem. Und wir starten mit der ersten Karte. Der Geist des Frühlings. Freiheit, Aktivität und Kraft. Ja, ich habe so das Gefühl, dass da der zweite Frühling bei dir reinkommt und dass du so erblühst. Also so ein richtiges Erblühen und wie deine Aura plötzlich so Sprünge macht. Und man sieht hier auch dein Herz, wie das strahlt und wie du so verbunden bist mit der Natur und auch mit deinem Körper. Ich glaube, dass du eine sehr starke Transformation hinter dir hast, wo du dich noch mehr auch mit deinem Körper verbinden konntest. Und auch mit der Materie, mit der Welt, mit der Erde. Also es kommt ja ein Aufblühen rein. Welcher Form auch immer. Schauen wir mal die zweite Karte. Oh, endlose Segnungen, ja. Ja, und das ist der Lohn. Der Lohn für deine Arbeit an dir. Und letztendlich ist es so, dass du dich selber segnest oder gesegnet hast. Natürlich wirst du das jetzt auch im Außen erfahren, aber der Ursprung ist in dir. Ja, also der Ursprung deiner Segnungen liegt in dir. Und auch wenn du jetzt denkst, wow, was kommt da jetzt im Außen auf mich zu und ich habe plötzlich so viel Kraft und ich fühle mich so frei. Das ist alles die Leistung deiner Arbeit. Ja, und da spürst du dich jetzt, fühlst du dich wahrscheinlich zum ersten Mal im Leben frei und kräftig und voller Tatendrang. Ja, ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir noch eine Karte, die vorletzte. Die innere Antwort. Ja. Und das ist auch wichtig für dich,
egal was passiert oder passieren wird, dass du immer in dich gehst, bevor du nach außen gehst, dass du in dich hineinspürst, bevor du das machst, was man dir im Außen sagt. Weil vielleicht bist du oft in deinem Leben schon dirigiert worden oder dass man dir gesagt hat, du musst das machen, du musst das essen, ja, du musst den Sport machen, um fit zu sein, du musst dann und dann das und das essen, um gesund zu sein und dass man dich da häufig so, ja, so dirigiert hat oder dir gesagt hat, was du brauchst und was du nicht brauchst und was du tun sollst und was du nicht tun sollst. Und dass dir das im Endeffekt aber keine Kraft gegeben hat, sondern dir deine Kraft geraubt hat. Auch Menschen, die es auch irgendwo gut meinten, dass sie dir damit ja nicht immer geholfen haben. Und das jetzt für dich wichtig ist, zu erkennen, dass die Antwort immer in dir ist. Und natürlich kannst du von außen dir einen Impuls holen, aber nicht von übergriffigen Menschen, die dir sagen, ja, mach das oder mach das und mach das nicht und was machst du da und oh, du sollst das tun und du sollst das nicht tun. Ja, nicht von so übergriffigen Menschen. Da hast du wahrscheinlich schon genug im Leben gehabt und die brauchst du jetzt nicht mehr. Ja, und das hat auch mit deiner Freiheit zu tun. Und die Freiheit bedeutet auch, dass du frei entscheiden kannst, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Wer dir gut tut und wer dir nicht gut tut. Und die Antwort ist immer in dir. Und das darfst und wirst du jetzt auch noch mehr erfahren. Wow, jetzt bin ich mal noch auf die Abschlussbotschaft. Oh, ja, das Erstrahlen. Na, was soll man da noch sagen? Kriegt gleich Gänsehaut. Na, und das ist auch wieder, wir haben wieder hier das Aufblühen, das Erblühen, was ich glaube ich auch am Anfang gesagt habe mit dem Frühling. Und auch hier, ne, das ist der Strahl aus dem Herz und das wird ein richtiger Bäm wird das werden, ne, wenn du von innen heraus strahlst. Ja, und du hast hier schon so ein kleines Lichtchen. Und wenn das erstmal so richtig in dir entzündet ist, dann hast du natürlich dein inneres Feuer entfacht. Du hast natürlich die Kraft, die Aktivität und das Erstrahlen, das Erblühen. Ja, wo du dann eben durch dein Licht auch ganz viele Segnungen quasi anziehst, wo ich ja auch schon gesagt habe, ja, das ist deine, also du segnest dich selber im Sinne von, weil du strahlst, ziehst du das an, was du sendest. Und das ist einfach wunderschön, ja. Also der schönste Teil deines Lebens beginnt jetzt. Also dein Leben beginnt jetzt erst richtig. Auch wenn du schon vielleicht schöne Momente hattest im Leben. Finden die schönsten Momente jetzt erst noch statt. Was auch immer das für dich bedeuten mag, ne? Weil so gestrahlt, ne, Sonnenscheinchen. So gestrahlt hast du noch nie. Und deswegen weißt du auch noch gar nicht, was du zurückreflektiert bekommst durch dein Licht. Ne? Du hattest hier manchmal so ein kleines Lämpchen, so, das dir den Weg geleuchtet hat, aber dass du von innen heraus so strahlst, ne, wie so ein Glühwürmchen, das, damit darfst du dann erstmal lernen, positiv gesehen umzugehen, weil du gar nicht für möglich halten wirst, was da für Segnungen, wollte ich schon sagen, Segnungen in dein Leben kommen. Also lass dich da von deinem inneren Leuchten, von deinem Herzen leiten. Ne? Lass dein Herz lachen und du darfst erstrahlen. Ganz viel Freude dabei. Ich hoffe,
sehr, dass dir das ein bisschen weitergeholfen hat, diese Energie auch, die du jetzt da auch bestimmt spüren wirst. Und darfst gerne das Video kommentieren, wenn du möchtest. Ich freue mich und wünsche dir alles, alles Liebe. Amen over and out.